Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, zur Hardcore One Chunk Challenge oder wie auch immer ich es genannt habe. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen jetzt zwischen der letzten Folge und dieser hier. Hat einfach irgendwie wenig Zeit zum Aufnehmen und naja, jetzt geht's wieder weiter. Ich muss mir erstmal kurz einen Überblick auf jeden Fall verschaffen, was ich alles so habe, was wir besitzen, was wir machen wollten. Ich glaube, wir wollten auf jeden Fall in den Untergrund gehen. Ich glaube, volle Eisenrüstung haben wir mittlerweile, ja. Gut, ich meine, der Helm ist egal, der ist nur aus Gold, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt ein Eisenhelm auch nur plus zwei Armor. Ja. Ich glaube, das müsste ja dann gleich sein. Dürfte, glaube ich, keinen Unterschied machen. Außer, dass der goldene Helm natürlich deutlich schneller kaputt geht, aber das kann uns egal sein. So, wir haben Angel, wir haben genügend zu futtern, wir haben Wasser. Draußen wird es Nacht. Wir können mal nach oben schauen, wie schaut es denn hier so aus? Was haben wir denn hier alles so erledigt? Genau, das Feld hier wächst gut. Ah, und ich habe eine Info bekommen, dass man eventuell Zauntore, haben wir aktuell gerade keins, aber das können wir mal ausprobieren, dass wir die da oben mit den Steinmauern verbinden können. Testen wir doch einfach mal. War ein Zauntor so? Ne, natürlich nicht, genau andersrum. Ich glaube, ich werde es mir nie merken können. So, und dann schauen wir doch mal. Ja, natürlich so connected das definitiv nicht. Ah, so würde es gehen. Oh, ich glaube, das ist cool. Dann könnte man hier zumachen und es schaut irgendwie noch ganz nett aus. Wichtig wären mir eigentlich mehr so die Bereiche hier. Ich meine, eigentlich einmal ganz außen rum. Aber gut, dann machen wir nochmal eine Menge Zauntore. Und dann... Wie viel Holz haben wir denn? Was brauchen wir denn am Holz? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Menge Sticks dafür. Dann werden wir einfach dieses Holz hier mal. Zack. Und... Na, das würde ja nicht reichen. Das sind nur 9 Tore. Wir werden definitiv mehr brauchen. Auch Sticks werden wir mehr brauchen. So, machen wir mal... Machen wir erstmal nur 30 insgesamt und dann schauen wir mal, ob das ausreicht. Ich glaube ja nicht ganz. Ich finde, das schaut ganz cool aus. Kann man machen, finde ich. Zack, zack. Dann haben wir zumindest kein Risiko mehr, hier runterzufallen. Und eventuell, ja... Fliegende Angreifer haben es ein bisschen schwieriger, uns hier zu treffen. Weil einfach die Lücke ein wenig kleiner ist. So, hat sogar perfekt ausgereicht. Haben 9 Tore übrig. Gut. Ich finde, hier könnte ein bisschen mehr Licht irgendwie noch sein. Es ist ein bisschen dunkel hier in der Ecke. Oder hier in der Mitte. Da wäre eine Laterne eigentlich perfekt. Aber die geht wieder nicht mittig hin, weil das ja wieder nicht symmetrisch ist alles hier. Müsste man irgendwie sich was einfallen lassen. Ich überlege, wie wir es hier noch ein bisschen schöner gestalten können. Vielleicht machen wir so Treppen an die Seiten oder so. Gäbe viele Möglichkeiten, hier noch was zu ändern, auf jeden Fall. Lege ja gerade mal kurz. Gute Frage, wie man das hier machen könnte. Irgendwie will ich diesen Raum hier oben noch ein bisschen nutzen. Aber viel kann man hier eigentlich noch nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Wir haben halt ein Feld. Der Bereich hier ist ja mehr oder weniger dann designtechnisch. Komm, also kann man ihn irgendwie nutzen. Ansonsten bleibt er eher leer. Ich meine, theoretisch könnte man hier noch weitere Felder anlegen mit anderen Sachen, wenn wir die irgendwann finden. Ich glaube, die Chancen dafür sind ziemlich gering, ehrlich gesagt, dass wir was anderes finden. Ich meine, obwohl, doch, Zombies könnten theoretisch Karotten und Kartoffeln uns geben. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir das irgendwann mal finden, ist ziemlich gering, ehrlich gesagt. Gute Frage, wie machen wir weiter? Ich will ja da unten in die Höhle rein. Aber andererseits habe ich Schiss, dass wir da irgendwie halt, naja, gekillt werden. Ich mache erstmal ein paar mehr Fackeln, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir nach unten gehen. Kohle können wir so lange hier lassen. Ja, was ja blöd ist, wir können halt leider keine Pfeile herstellen, weil wir keine Federn haben. Wir hätten genug Flint, wir hätten genug String für einen Bogen. Das Einzige, was fehlt, sind halt wirklich die Federn. Wir bräuchten halt ein Hühnchen, aber das werden wir hier nicht so einfach bekommen.
Schauen, was hier so los ist. Erstmal soweit nix. Nein, ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall viel besser, wenn wir hier so eine freie Sicht mittlerweile haben nach draußen. Ich habe mal eine kurze... Warte, wie war denn das? Nicht so? Ah, sowas. F3 und dann G, genau. Also wir können maximal die Lava eigentlich nur in den 1, 2, 3, 4, 5 Blöcken rausnehmen. Es wäre höchstens relevant, wenn wir irgendwann mal einen Diamanten finden und eventuell Zuckerrohr und dann einen Enchantment-Table zu bauen. Aber auch da sind die Wahrscheinlichkeiten wieder mal sehr, sehr gering, dass wir das irgendwie alles hinbekommen. Ich meine, Diamanten können wir theoretisch schon finden, unterirdisch hier. Da haben wir genügend Ebenen, in denen einer spawnen könnte. Aber Zuckerrohr wird ohne Handeln mit einem Händler, glaube ich, nichts. So, hier haben wir genau die Ebenen. Jawohl. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir hier unten ein bisschen... Genau, so eine kleine Landungsebene da erstellt. Okay. Was ist der Plan, wenn wir abstürzen und uns hier die Monster die Pelle rücken? Ich glaube, ich habe keinen Plan. Das Schwierige ist, es ist halt gerade draußen bei mir auch so hell. Jetzt sehe ich so wenig hier unten. Ich sehe zumindest, dass da keine Monster stehen. Das ist schon mal gut. Hier ist mal ein Wasserfall. Oh, der Diamant ist halt leider außerhalb. Das ist so schmerzhaft. Ich würde mal sagen, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Wer nichts riskiert, keine Ahnung. Wir gehen mal ganz, ganz, ganz vorsichtig hier runter. Versuche nur meinen Kopf hier draußen zu behalten, genau, für ein bisschen Luft. Okay, jetzt hoffen wir, dass hier bloß kein Creeper und sowas spawnt. Wir setzen auf jeden Fall mal Fackeln schön nach außen hin überall. Gott, doch nichts runterschießen, ne? Hier sind halt eine riesen, riesen Höhle drin. Diese Steine wird es halt auch nicht gerade heller. Ich habe irgendwas gehört. Ich dachte, ich hätte einen Ertrunkenen gehört oder so. So, mal... Da eine Fackel hin. Da eine hin. Okay, zumindest mal unser Bereich hier unten schon mal ausgeleuchtet. Das ist schon mal ganz gut. Und ich überlege ja ein bisschen, ob wir hier vielleicht irgendwie einen Zaun oder irgendwas rumziehen oder irgendwas, dass wir uns hier besser bewegen können. Irgendwas zur Sicherheit vielleicht. Hier müssen wir uns ein bisschen aufpassen. Ja genau, hier treibt es uns nämlich dann plötzlich runter. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal diesen Bereich hier ein wenig gesichert. Die Betonung liegt wirklich auf ein wenig. Wie machen wir das denn hier am besten? Ich glaube, das da muss ich irgendwie zumachen, damit da hier nicht alles unter Wasser ist. Und den Wasserfall hier müsste ich auch so ein bisschen eindämmen am besten. Kriegen wir einfach hier zu, oder? Zack, machen wir mal so. Dann hat sich der nämlich erledigt. Hier noch eine Fackel hin. Bringt vielleicht nach unten nicht ganz so viel, aber besser wie nichts. Hier sind überall so viele Rohstoffe. Mann, ich will die alle haben. Ich meine, das Gold können wir uns irgendwann hier holen. Können wir eigentlich theoretisch sogar auch jetzt schon machen. Ah ne, wir haben keine Eisenspitzhacke. Mist. Die bräuchten wir dafür. War hier nicht aber irgendwo Eisen? War doch irgendwo noch Eisen. Ah, da ist Eisen. Genau, da war ja was. An das können wir auf jeden Fall ran. Hier auch schön sicher. So, jetzt müssen wir am besten hier ein bisschen hoch, aber ich mache es einfach erstmal so. Dass wir hier eine ganze Ebene reinziehen, da kommt hier noch eine Fackel hin. Hier kann ich nicht genügend Fackeln platzieren, ehrlich gesagt. So, dann holen wir ein bisschen mehr Eisen, das ist schon mal sehr gut. Weil aktuell haben wir nur zwei, glaube ich, in der Kiste, obwohl wir haben noch ein bisschen rohes Eisen, glaube ich, noch rumliegen. Das heißt, wir könnten uns zumindest eine Spitzhacke machen, wenn es... Nein. Ach gut, ich dachte, abgestürzt.
Wenn wir sie brauchen. Aber das Gold an sich brauchen wir ja nicht. Deswegen lasse ich es auch noch an der Wand und mache mir auch nur deswegen jetzt keine Spitzhacke. Ich würde mir wenn erst eine machen, wenn wir an entweder Diamanten ran wollen oder sogar Redstone. Aber ich weiß nicht, was wir mit dem Redstone machen wollen. Da unten ist ein Creeper. Ich bin so kurz davor, hier eine Wand hochzuziehen, ne? Ja, genügend Cobblestone haben wir zwar nicht dabei aktuell, aber hätten wir an sich. Ich glaube wirklich, das wäre keine falsche Idee. Einfach mal hier an auf der Seite. Zack, zack. Zweierhöhe reicht ja eigentlich für alles, außer Spinnen. Aber Spinnen sind auch nicht so die Mega-Gefahr, ehrlich gesagt. Wichtig ist, wir müssen hier nochmal dicht machen. Hier soll mir auch nichts rumgehüpft kommen, aus Versehen. Ist das eine Zweierhöhe? Ich guck mal nur ganz kurz rum. Ja, eins, zwei, ja, passt. Wäre also safe die Ecke. Zack, dann mache ich hier eine Dreierhöhe draus, ist auch egal. Jawohl. Hier kann ja nichts rumkommen direkt. Ich habe auch so Schiss, dass uns irgendein Skelett einfach abschießen, dass wir hier runterfallen. Ich sag mal so, wenn wir durch ein Skelett oder sowas runterplumpsen, was ist eigentlich das da unten? Ach, Obsidian, das Wasser drauf. Aha, okay. Wenn wir durch ein Skelett nach unten plumpsen oder außerhalb unseres Chunks landen, ich meine, das liegt ja nicht in unserer Hand. Das passiert dann halt. Aber sonst versuchen wir natürlich nicht rauszufallen hier. So, an sich müsste das jetzt hier alles das Safe sein. Ne? Hier könnte ja nichts mehr hinlaufen, hinspawnen. Dürfte auch alles sicher sein. Ja, hier oben ist es auch nicht hell, also nicht zu dunkel, glaube ich. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir hier mit dem Wasser? Wie kriegen wir das am besten? Ja, wir können auch einfach uns hier runtergleiten lassen, tatsächlich. Ist hier da soweit auch erstmal nix. Dass hier was hochkommt, ist unwahrscheinlich. Machen wir mal so. Aber nur auf keine bösen Überraschungen hier. Das wäre nämlich ziemlich uncool. Wenn da noch eine Fackel hin, dann war nicht alles ausgeleuchtet hier, ne? Dann könnten wir uns tatsächlich sogar wieder direkt weiter nach unten buddeln. Ich überlege mir, hier werde ich es anders machen. Ich glaube, hier werde ich nicht mehr straight nach unten gehen, sondern vielleicht eher mit einer Art Treppe oder so eine Wendeltreppe. Vielleicht auch doch ein anderes System. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil meine Vermutung ist, dass hier unter uns, in dem Bereich, wo die Lava da ist, nämlich noch eine Höhle ist. Oder zumindest der Bereich unter uns auch wieder eben unterhöhlt ist, offen, wie auch immer. Ein bisschen mehr hier erhofft, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr Loot oder so. Bleib wohl erstmal dabei. Ist die Frage, was machen wir hier? Was können wir hier noch machen? So, hier sind wir dazwischen. Parkspot. Aber hier gibt es leider außer Gold auch nichts Neues. Gold, das ist das Einzige, was es hier gibt. Wir haben zwar jede Menge, aber damit können wir nichts anfangen. Naja, dann gehen wir nochmal nach oben. Vielleicht schmelzen wir das Eisen ein. Beziehungsweise die einzige Option, die wir nach unten halt haben, ist wirklich uns weiter durchzubuddeln. Und zu gucken, wo wir dann noch rauskommen. Schon was wir theoretisch machen können, wenn wir auf mehr Lava treffen, können wir uns ja ein Nether-Portal bauen. Und sogar in den Nether gehen. Das wäre eigentlich ein ziemlich krasses Achievement, glaube ich, für so eine Challenge. Wenn man nur einen Chunk verfügbar hat. Da ist nichts mehr drin? Nee. Ja, das wäre cool. Aber wenn wir das schaffen... Das wäre, glaube ich, stark. Lass mal gucken. Wir haben... 4, 6. Ich schmelze die mal noch nicht an. Ich lasse mal noch so rumliegen. Die Sache ist, weil wir Nether-Portal können wir uns ja gießen mit eben Lava und dann Wasser dagegen. Das ist ja nicht die Schwierigkeit. Wir brauchen nur keine Diamantspitzhacke. Ups, was ist ins Feuer gerannt?
Stimmt, das wäre möglich. Überlege ich mir mal. Was wir auf jeden Fall als nächstes machen, ist, wir gehen erstmal hier oben hin und angeln ein kleines bisschen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir haben gesagt, wenn man sich hier richtig hinstellt. So, Skylight 15. Passt, weil dann haben wir nämlich hier praktisch unseren Kopf oben unter freiem Himmel und dann ist die, glaube ich, die Zeit, die es braucht, bis ein Fisch eben halt hier angeschwommen kommt oder anbeißt, ist geringer. Glaube ich zumindest. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich bin nicht so der super Minecraft-Crack oder Profi, was so manche Details betrifft, aber ich bin der Meinung, ich habe das mal gelesen. Ich hoffe, es funktioniert auch, wenn wir eben so da halb in dem Block stehen, aber es müsste ja, weil wir 15er Skylight haben, das heißt, wir sind eigentlich mit dem Kopf unter freiem Himmel. Aber gut, das ist auch halb so wild. Hauptsache, ihr beißt mal irgendwas Cooles an. Ja, leider nur ein Nemo. Ja, das Angeln müssen wir zwischendurch mal ein bisschen machen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht mal eine bessere Angel rausziehen, Enchantment Book oder irgend sowas in der Art. Werden so ein paar Sachen dabei sein, die halt ein bisschen, naja, ich nenne es mal trocken sind. Und damit meine ich jetzt nicht das Wasserbecken und die Fische hier. Der schlechte Wort wird sogar gar nicht am Rande gedacht, aber gut. Achso, und was ich auch noch vielleicht erwähnen wollte, kann man jetzt wieder so eine kleine Mini-Talk-Runde machen. Wer jetzt irgendwie für eine Woche oder ein bisschen länger keine Videos kam und auch da jetzt alle anderen Projekte so ein bisschen ja, auf Hold sind, auf Pause sind, wie auch immer. Nicht direkt auf Pause, aber weil ich nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Ich habe immer gesagt, ich will die Aufnahme immer nur machen, wenn ich halt eben motiviert bin aufzunehmen, wenn ich auch Zeit habe dafür, weil das Ganze soll sich halt nicht anfühlen wie so eine Pflicht, wie so ein Job irgendwie. Zumindest nicht, solange es nicht mein Job tatsächlich wäre, was irgendwann sehr cool wäre, aber realistisch gesehen ist es sehr gering, dass das irgendwann mal ja, mein Beruf werden könnte, Let's Plays zu machen. Ich meine, ich würde nicht Nein sagen, fände ich super cool, aber ja. Und eben solange es halt nicht der Job ist, soll es halt auch sich nicht anfühlen wie ein Job, es soll Spaß machen, es soll ein Hobby sein, was halt wirklich vor allem in erster Linie natürlich Spaß machen soll. Und ich glaube, wenn ich in den Aufnahmen drin bin und halt selber keinen Spaß habe und den nicht rüberbringen kann oder halt auch nicht authentisch dann sein kann, weil ich halt mich so gezwungen fühle aufzunehmen, ich glaube, dann macht es auch wenig Spaß zum Zuschauen. Und deswegen nehme ich immer nur auf, wenn ich Zeit habe, wenn ich Lust habe, wenn ich gut drauf bin, motiviert bin. Halt momentan privat sehr viel bei mir passiert ist und halt dann auch jetzt mit der Uni wieder mehr ansteht und mit der Arbeit mehr ansteht, ist halt ein bisschen weniger Zeit leider gewesen. Und ich bin noch an einem anderen Projekt noch dran. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Auf einem meiner Zweitkanäle, Gwam Music heißt der, gibt es jetzt ja neuesten copyright-freie Musik praktisch, im Sinne copyright-frei. Ihr könnt die Musik auf YouTube, Twitch und so weiter, allen anderen Plattformen einfach verwenden, eure Videos monetarisieren, ohne dass es Copyright-Strikes oder sonstige Probleme gibt. Dafür habe ich die Musik praktisch freigegeben. Die gibt es auf allen größeren Streaming-Plattformen wie Spotify, Amazon und natürlich auch auf YouTube. Und ja, darüber könnt ihr dann die Musik hören, anhören, beziehen, wie auch immer. Und da bin ich aktuell auch sehr, sehr fleißig dran, einiges zu produzieren, zu machen. Und ja, mal kleine Mini-Eigenwerbung am Rande. Während wir hier auf besseren Loot warten. Die Sache ist, wir wissen ja, es können hier in Anführungszeichen Schätze spawnen. Wir haben schon Lilypads und so weiter bekommen. Aber halt noch nichts wirklich Gutes. Die eine Angel mit Curse of Vanishing hatten wir ja mal unten in unserer Höhle da gefunden. Die aber ehrlich zu sein, auch nicht wirklich hilfreich war. Irgendeine mit Enchantments wäre halt perfekt. Dann können wir die immer reparieren. Aber solange müssen wir halt hier mit unserer schlechten Angel vorlieb nehmen. Ja, und jetzt haben wir wieder Zeit. Wunderbar. Ich wollte gerade schon meckern. Was haben wir denn bisher? Ja. Einige Fischis. Wir haben mal wieder Zeit, dass mein wandernder Händler vorbeikommt, ne? Der könnte sich auch mal wieder blicken lassen. Oh, und ich überlege gerade, wenn mal Pillager vorbeikommen sollten, tatsächlich mal wieder, dann müssten wir die ja eigentlich killen und hoffen, dass sie ihre Armbrust fallen lassen. Weil dann hätten wir einen Bogen.
Aber nee, nee, stimmt, da, nee. Das Problem war ja Pfeile. Wir können ja keine Pfeile herstellen. Mist. Kleiner Mini-Denkfehler. Werfe ich ja nicht zu weit, die Angel? Nee, es müsste passen, ne? Sind wir im Licht? Sind im Licht. Auch wenn es draußen dunkel ist. Dann müssen jetzt theoretisch auch wieder die komischen Dinger da spawnen. Die Shades oder wie immer die heißen. So, komm. Der Fisch geht noch. Hallo. Mr. Fischmann. Oder Mrs. Fischmann. Ja, immer. Lederstiefel. Ja, super. Die wahrscheinlich einen einzigen Hit noch kassieren. Und dann ist es kaputt. Ach, da gab's auch, warte, was war das andere Kommando denn? Nein, nicht Kommando. Nee, das war's nicht. Ah, es gab noch irgendeinen Hotkey, wo man sich dann die, Durability, also die Haltbarkeit noch anzeigen lassen konnte. Mist, hab ich aber leider vergessen, was es war. Ich habe es durch Zufall herausgefunden. Aber auch natürlich genauso wieder durch Zufall vergessen. War irgendwas mit F3 und dann irgendein Button. Habt ihr das gehört? Moment. Da ist ein Händler. Okay, warte, den holen wir noch ganz kurz hier rein. Das müssen wir jetzt noch machen. So, Kollege, kommst du rein? Schnell, 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 schnell. Kommen sie rein, kommen sie rein. Wunderbar. Ach, ein Traum. Gerade erwähnt. Wir machen es mal anders, mal so. Kriegen wir den hier rein gelockt? Nee, oder? Wenn wir nicht von Skeletten abgeschossen werden. Das wäre ungünstig. Okay, das Blöde ist, der will nur gegen Emeralds tauschen. Ich glaube, der Händler ist immer so, gell, dass der Emeralds gegen irgendwas tauscht. Niemals andersrum. Hätte aber eh nichts dabei, was wir brauchen. Obwohl, Kaktus wäre vielleicht nicht verkehrt. Damit könnte man eine kleine Monsterfalle bauen. So ganz, ganz, ganz alt. Aber dann gucken wir mal, ob die Spinne hier noch angelockt bekommen. Das war das letzte Aktion für heute. Hallo, Spinne? Ne, die ist zu weit weg. Da unten sind Skelette. Naja, dann haken wir jetzt mal wieder hier oben. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.